Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Online. Was hat denn da meine Stimme gerade gemacht? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wieder mit dabei seid. Wir suchen jetzt weiter nach den Erinnerungen von Catherine. Ich bin generell mal sehr gespannt, was dabei noch rumkommt. Ich habe mich da in keinster Weise spoilern lassen, weil ich das total spannend finde, das dann selber rauszufinden. Und hier haben wir einen Stern. Es geht direkt weiter hier mit den Sternen. Oha, oha. Ich weiß jetzt nicht, ob in der Zwischenzeit mal noch eine Weihnachtsfolge dazwischen gekommen ist oder ob die jetzt direkt im Anschluss kommt. Das wird sich danach richten, was wir jetzt kriegen. Ich glaube, wir kriegen neue Aufgaben oder haben jetzt neue Aufgaben bekommen für diese Nordlichter. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. So, also, War nicht hier hinten auch noch was, was aber eigentlich gar nicht mehr zum Moorland gehört? Ich meine, ich hätte hier auch mal eine Erinnerung rumfliegen sehen. Aber es kann auch sein, ich täusche mich gerade total. Ja, ich täusche mich. Hier ist keine. Das wäre ja eigentlich auch nicht mehr Moorland, ne? Also von daher weiß es nicht, wo wir die letzten drei Erinnerungen finden. Ich hoffe, dass wir sie noch finden, ohne Hilfe. Ich weiß, dass ich schon mal gelesen habe, als es damals gerade aufkam, dass die Erinnerungen teilweise an Orten sind, die viele gar nicht unbedingt für möglich gehalten hätten oder vielleicht auch nicht unbedingt für Moorland gehalten hätten. Von daher bin ich mal gespannt, was uns dann noch erwartet. Oder war hier unten noch irgendwas? Leute, wir gucken mal. Wir gucken mal und wir lassen uns überraschen. Das ist ja eigentlich auch, also das würde ich auch schon nicht mal zu Fort Pinter dazu zählen, zu Moorland dazu zählen. Das ist für mich eigentlich auch schon Fort Pinter, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich hier nicht doch schon mal irgendwie irgendwas noch rumschwirren sehen. Aber wahrscheinlich täusche ich mich gerade einfach. Also, eigentlich fände ich es auch komisch, weil wie gesagt, das hier ist ja nicht mehr, das hier ist ja nicht mehr Moorland. So. Da sind wir ja eigentlich schon, naja, meilenweit entfernt nicht, aber einiges auf jeden Fall entfernt. Schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Okay. Erstmal wieder nach links abbiegen. Da oben beim Leuchtturm sind wir schon gewesen. Da haben wir die Erinnerung schon eingesammelt. Wir sind aber noch nicht so richtig durch den, also noch nicht wirklich so durch Moorland durchgeritten. Guck mal, hier unten, hier ist auch noch eine. Guck mal, jetzt haben wir da noch eine. Jetzt fehlen dann noch zwei, genau. Erinnerung 5 und Erinnerung 7 fehlen uns noch. Okay. Guck mal da, da ist auch noch eine. Das war jetzt Erinnerung. Das ist auch ein Tastenkürzel. J. So eine Erinnerung 5. Jetzt fehlt uns nur noch Erinnerung 7. Es kann auch sein, dass die direkt beim Moorlandstall war. Oder irgendwo hier gleich rechts. Richtung der Reitplätze. Das könnte auch sein. Habe ich bestimmt auch schon mal gesehen, aber ich habe dann halt die Erinnerungen nicht einfach so einsammeln wollen. Weil ich das ja immer nur mit euch gemeinsam machen wollte. Hier ist nichts. Ja. Eine letzte Erinnerung fehlt uns noch. Ja.
Die, wo ich letztens das Bild gemacht habe, die haben wir ja eingesammelt, meine ich. Die war hier gewesen. Hier im Stall ist keine. Hier ist auch keine. Irgendwo gut versteckt vielleicht. Ja, hier auch nicht. Hier ist ein Er. Guten Tag auch. Ich bin Alaska Jones, der berühmte Archäologe. Die große Oklahoma Jones hat mich vor vielen Jahren persönlich ausgebildet. Ich habe es mir zu meiner Lebensaufgabe gemacht, den verlorenen Winterschatz zu jagen, der eine überraschende Menge Wintergröße beinhaltet, die wir Kaprans nur zu gerne dir und deinesgleichen überlassen würden. Leider gab es einen Unfall, als ich kurz davor stand, den Schatz zu finden. Wir Kaprans hatten zum Zeitpunkt meiner Entdeckung gerade diese Feuerwerkskörper gestohlen. Ich meine erfunden. Und dann führte eins zum anderen und der Schatz ist explodiert. Und ich sage dir, das war eine gewaltige Explosion. Ich habe gerade einen Hinweis darauf entdeckt, wo einige der Wintergröße gelandet sind. Hilfst du mir, sie zu suchen? Du darfst die Wintergröße, die wir finden, auch als Dankeschön behalten. Jetzt aber, meine Liebe, meine letzten Nachforschungen verweisen auf einen kleinen See nahe einem Dorf. Reiten wir dorthin und graben nach unserem Schatz. Ein kleiner See nahe einem Dorf. Sollte das hier in Dandal der See sein? Weiß ich nicht, aber sieht auf jeden Fall süß aus, wie der da hinten auf dem Bobbes von meinem Isländer rumturnt. Aber ich würde jetzt eigentlich... Ich würde jetzt eigentlich gerne die Erinnerung noch finden. Ach, guck mal, von hier kommt man sogar zum Silverglide-Schloss rauf. Das wusste ich auch noch nicht. Guck mal, haben wir wieder was Neues rausgefunden. Ja. Wo ist die Erinnerung und welcher See nahe eines Dorfes ist gemeint? Und Fragen über Fragen. Echt im Kopf, da wäre auch eine gewesen. Ich hätte schwören können, dass da eine war. Aber scheinbar nicht. Hier können wir mit James auch noch nicht reden, wegen der Token-Sache. Ist bestimmt noch irgendwo hier, ist doch bestimmt noch irgendwas, was ich bislang übersehen habe. Hier war einer. Eine Näherinnerung. Ja.
Wo könnte die Erinnerung sein? Ich hoffe jetzt, dass euch das nicht langweilt hier mit der Sucherei. Weil es ist ja dann doch schon ein bisschen anders, als ich normalerweise die Folgen mache. Ja gut, nee, ich finde das jetzt gerade nicht. Es ist natürlich echt die Frage. Kleiner See nahe eines Dorfes. Ich hatte eben schon überlegt, okay, vielleicht hat das jetzt da was mit dem E zu tun. Am Strand. Aber scheinbar ja nicht. Hier schwirrt auch nichts mehr rum. Hier habe ich auch eben schon geguckt. Da war ja eine Erinnerung hinter dem Champi-Platz, aber ja, hier direkt vorne vor. Ne? Hier tatsächlich eher schlecht aus. Hier hatten wir eine gesammelt, glaube ich, ganz am Anfang mal. Wird da jetzt nicht... Nee, ich denke nicht, dass da eine drin ist. Wir gucken trotzdem mal. Nee. Hier ist nichts. Das hätte mich auch sehr gewundert. Wie gesagt, ich meine, da hätten wir schon mal eine gefunden am Anfang der Geschichte hier. Warum ist auch nicht noch eine? Nee. Hm. Naja gut, muss ich mal gucken. Vielleicht werden wir beim nächsten Mal erstmal noch hier den Kapran... den Wichtel wegbringen, beziehungsweise mit ihm auf die Suche nach den Winterwünschen gehen. Scheint ja hier ein paar mehr zu geben für die Aufgabe und ich kann definitiv noch einige gebrauchen. Ich habe ja momentan erst 25, ich komme tatsächlich gerade kaum dazu zu suchen. Das wird schwierig für mich dieses Jahr, die Winterwünsche für all das zusammenzubekommen, was es so zu kriegen gibt. Aber ich weiß auch noch nicht genau, ob ich alle haben möchte. Gucken wir mal. Also ihr Lieben, ich bedanke mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Freut mich sehr. Und dann macht's gut bis zum nächsten Mal mit der nächsten Folge Star Stable Online. Bis dahin. Tschüss.